Ja, hallo, heute gibt es ein Video über den Schwalbe Icebiker Pro mit 402 Spikes, die sich in Eis und Schnee hineingraben, hineinbeißen. Ich werde den Reifen heute auf Schnee und vor allen Dingen auf festgefahrenen Schnee fahren und dabei hoffentlich viel Spaß haben. Sag mal, wenn jetzt nur Schnee liegen würde, bräuchte man keine Spikes. Aber wenn er so festgefahren ist, also schon fast eisig, dann ist das natürlich richtig geil. Es macht so einen Spaß, damit zu fahren. Auch das Anfahren und Bremsen mit den Reifen ist natürlich echt brutal. Man hat so einen Grip. Mit den Spikes der Schwalbe-Reifen muss man natürlich ganz vorsichtig sein. Ich habe hier mal ein paar Sachen ausprobiert. Mit einer Orange, Schamottstein, Kunststoff, Pappe und Holz. Und hier kann man dann schon ganz schön sehen, was man damit anrichten kann. Also man sollte schon aufpassen mit den Reifen, damit man sich da nicht verletzt. Kann man auch mal richtig Gas geben? Geht was? So, mein Schaltwerk bzw. meine Gazette ist jetzt hinten vereist. Ich kann jetzt nur noch auf einen Ritzel fahren. Ja, und das sind die guten Teile von Schwalbe. 402 Spikes vorne und hinten. Also durch den Schnee. Für Schnee und Eis, da geht was. So, das war's für heute mit meinem Trainingsrad, das Scott Spark und vor allen Dingen den Schwalbe Icebiker Pro, die wirklich ja, super zu fahren sind. Man muss halt ein bisschen öfters fahren, um die Kurvenlage besser rauszufinden. Ja, Ritzelpaket ist eingefroren. Da gehen wirklich nur noch die großen Ritzel hinten, die kleinen sind echt alle zu mit Eis. Schwalbe Icebiker Pro kann ich euch nur empfehlen. Hier im Schnee muss man es nicht unbedingt haben, aber wo es dann eisig wird oder festgefahren ist, macht es dann schon richtig Laune mit den Spike-Reifen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.